Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wi-Fi-Pokémon-Kampf. Hier ist wieder Python und dieses Mal habe ich, wie versprochen, einen Kampf mit einem anderen Team von mir. Und zwar stammt die ganze Idee von meinem Clan-Kollegen Joao. Und hierbei hatte ich Lucario und Diktri als Lead und in der Reserve noch Elfhun und Voltolos. Und ja, ich habe gegen jemanden gespielt, der halb Sandsturm und halb, ja, wie nennt man das am Anfang? Er hat halt mit Togekiss und Scaraborn angefangen. Scaraborn hat die Fähigkeit Adrenalin, deshalb hat er auf ihm einen Heiß Orb, was ihn sofort verbrennt und somit 50% mehr Angriff bietet. Beziehungsweise verbrennt es nicht sofort, sondern erst nach einer Runde. Mit Togekiss hat er hier Spotlight gemacht, was gegen meine Strategie, ja, ätzend war, weil die Strategie ist, dass Lucario hier mit der Traumweltfähigkeit Redlichkeit von Diktri den Prügler abbekommt, den ihr jetzt gerade seht, der durch Spotlight natürlich auf Togekiss geht. Ja, wenn ihr die Fähigkeit Redlichkeit nicht kennt, pro Treffer von einer Unlichtattacke kriegt man, wenn man Redlichkeit hat, 50% mehr Angriff. Und da Prügler immer so oft trifft, wie man Pokémon im Team hat, hätte Lucario damit einen 200%igen Boost bekommen. Aber hier mit Spotlight ging die Attacke natürlich erstmal auf Togekiss, was ziemlich nervig war, in der Runde danach schon wieder. In der ersten Runde ist übrigens Vierender von Scaraborn, was er auf Diktri machen wollte, daneben gegangen, was auf jeden Fall ziemlich viel Glück für mich war. Denn wie ihr gleich sehen werdet, schaffe ich es durch den Miss am Anfang noch den Boost durch Prügler rauszubringen. Hier hat Diktri überlebt durch Focus Gourd. Und ja, Togekiss macht jetzt zum dritten Mal Spotlight, kann aber dann das Turbo-Tempo von Lucario nicht mehr überstehen, muss sich also verabschieden. Und da Diktri schneller ist als Scaraborn, kann ich jetzt, bevor Scaraborn Diktri fertig macht, noch den Prügler auf Lucario machen, wodurch ich, wie gesagt, dann 200% Boost auf Angriff bekomme. Ja, weiterer Teil der Strategie ist einfach, dass Lucario die beiden Priority Moves Turbo Tempo und Patronenhieb hat. Damit trifft man ja fast alles neutral. Gegnerische Gestein-Pokémon trifft man damit ja sogar sehr effektiv. Das einzige Problem sind dann gegnerische Stahl-Pokémon. Die kann man dann mit Turbo Tempo und Patronenhieb leider nur nicht sehr effektiv treffen. Das stellt natürlich ein kleines Problem da, denn dann bringt der Boost auch nichts mehr, wenn man nur nicht sehr effektiv trifft. Hier kommt noch der Vierender, den Diktri fertig macht. Und ich weiß nicht genau, warum er sich so auf Diktri fixiert hat. Er hätte auch Lucario mit einem Nahkampf sicher One-Hit gemacht, aber irgendwie wollte er Diktri kaputt machen. Vielleicht auch, weil Diktri die Fähigkeit ausweglos hat. Und das macht ja, dass er nicht tauschen kann. Vielleicht wollte er deswegen Diktri so schnell wie möglich besiegen, weil er arbeitet hier auch mit dem Tauschen, wie man gerade sieht, kommt Despotar rein, bringt den Sandsturm, danach tauscht er zu Garchomp, beziehungsweise Knackrack im Deutschen, was ja die Fähigkeit Sandschleier hat, und ja, so hat er gearbeitet. Jetzt kommt das Turbo-Tempo, was Scaraborn natürlich One-Hit macht mit dem 200% Boost auf Angriff. Elfhun kam mittlerweile rein, hat hier als Angriffsmove Gigasauger und trägt als Item Pflanzjuwel. Das heißt, dieser Gigasauger ist noch um 50% verstärkt, zieht trotzdem nicht so viel bei Knackrack, leider. So, aber der Kampf ist auch gleich schon vorbei. Hier kommt jetzt das Turbo-Tempo auf Knackrack. Trifft ihn normal und mit dem 200% Angriff-Boost kann er da nicht mehr stehen. Elfhun macht jetzt die Anziehung, genau das war das, was ich noch als taktischen Move auf Elfhun habe. Und zwar, Anziehung macht ja 50%, dass es dann nicht mehr angreifen kann. Hier ist Star vor Liebe, also habe ich Glück gehabt. 50-50-Chance eben. Und ja, jetzt kommt noch der Patronenhieb von Lucario und der Kampf geht für mich aus. Sehr effektiv, auch noch auf Despotar, dann kann er da nicht stehen bleiben. Ja. Das war der Kampf auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war jetzt mal eine Abwechslung zu meinem Dürre-Bizarro-Raum-Team. Das nächste Mal werde ich es euch nochmal zeigen. Ich habe noch einige wirklich interessante Kämpfe mit meinem Dürre-Bizarro-Raum-Team.
Und ja, ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und hiermit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.